Willkommen im Kapitel Rechtsformen. Gerade wenn Sie im Aufbau sind, wenn Sie mitten im Innovationsprozess stecken, kommt die Frage auf, welche Rechtsform wählen wir für unsere Organisation? Und das ist für viele Social Entrepreneure eine große Herausforderung, weil es in Deutschland keine einheitliche Regelung gibt, welche Rechtsform könnte für ein Sozialunternehmen die richtige sein. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Rechtsformen. Das fängt an bei einem eingetragenen Verein. Es geht über eine gemeinnützige GmbH weiter oder aber auch über eine Genossenschaft, eine soziale Genossenschaft. Es gibt auch Kombinationen. Es gibt eine Stiftung oder einen eingetragenen Verein als Trägerorganisation und die operative Tätigkeit wird dann von einer gemeinnützigen GmbH ausgeführt. Welche Rechtsform ist also die richtige? Wir wollen Ihnen die unterschiedlichen Rechtsformen aufzeigen. Wir wollen Ihnen auch zeigen, welche Implikationen die Gründung von einer bestimmten Rechtsform hat. Und wir wollen Ihnen ein bisschen eine Anleitung geben, wie Sie eine geeignete Rechtsform auswählen, um später erfolgreich zu sein und auch skalieren zu können.